Statt über den Antrag nach Artikel 67 des Grundgesetzes zu befinden, wäre es noch immer richtig, dem Volk das entscheidende Wort zu geben. Das verlangt denn aus meiner Sicht Fairness, Vernunft und der Respekt vor dem Souverän, dem wir zu dienen haben, alle miteinander. Das Volk ist nicht für die Parteien und die Parlamente da. Wir haben für das Volk da zu sein. Sich ihm an einem solchen Kreuzweg zu entziehen, ist Flucht vor dem Volk. Jede Regierung, die jetzt aus einem faulen Kompromiss ohne Mitwirkung der Wähler hervorgeht, wäre eine Übergangsregierung.